Wie die Medizin oft einfach keine Ahnung hat, was im Körper abgeht. Es ist erschreckend. Chronische Entzündungen der Augen, der Nieren und Gelenke und auch des Herzens können oft einfach nicht zugeordnet werden und man verschreibt einfach Cortison. Ich habe selber erst in unmittelbarer Verwandtschaft diese Erfahrung machen müssen. Guten Morgen! Eine sehr gute Freundin hatte eine chronische Entzündung in ihrem Körper. Ihr merkt schon an der Grammatik, wie widersprüchlich die Medizin ist. Denn die chronische Entzündung ist nun weg. Die Ärzte waren ratlos und verschrieben ihr Cortison, was sie glücklicherweise ablehnte und sich lieber in Richtung einer pflanzenbasierten Ernährung entwickelte und an ihrer geistigen Gesundheit ebenfalls arbeitete. Aber das soll eigentlich gar nicht das Thema sein. Ich will nur sagen, oft sind Entzündungen nicht zuordnenbar und man bekämpft heutzutage die Entzündungen und nicht die Ursache. Und wisst ihr, was die Ursache für viele bakteriell hervorgerufene Entzündungen sind? Nein, nicht die Bakterien, sondern eine falsche Ernährung. Und dann möchte ich die Aufmerksamkeit auf ein spezielles Bakterium richten, um das es heute gehen soll, was auch Auslöser der Pest war und ist. Yersinia oder Yersinia. Millionen von Menschen erkranken jährlich an diesem Bakterium und bei jedem Ausbruch, wo sich die Ursprungsquelle fanden ließ, warum diese Krankheit ausgebrochen ist, diese Entzündung. Ich wiederhole mich, bei jedem Ausbruch einer Krankheit durch diese Yersinia-Bakterien war ein Lebens- bzw. sagen wir es korrekter, Nahrungsmittel verantwortlich. Ein einziges. Schweinefleisch. Das perfide ist, Yersinia-Bakterien verursachen keine Krankheitsbilder bei Schweinen. Das bedeutet, in der Tierzucht wird da natürlich überhaupt nicht drauf eingegangen und dadurch ist da auch keine Besserung, sondern eher eine Verschlimmerung anzunehmen. Nur mal konkrete Zahlen zu nennen. Jemand, der sich mit Yersinia-Bakterien infiziert hat, hat ein 47 mal erhöhtes Risiko, an einer autoimmunen Arthritis zu erkranken. Auch bei der Autoimmunschilddrüsenerkrankung mit dem Namen Morbus Basedow scheinen die Yersinia-Bakterien eine große Rolle zu spielen. Wenn ich von Scheinen spreche, dann nur deshalb, weil es wissenschaftliche Studien dazu gibt. Also ich tue mir jetzt hier nichts aus den Fingern saugen. Alles was ich hier sage beruht auf Faktenwissen und das ist auch alles in dem Buch, was ich euch unten verlinkt habe, mit Quellen verlinkt, wo ihr wirklich wochenlang da suchen könnt. Ein richtig lesenswertes Buch unten in der Infobox. Aber erkennt ihr den Zusammenhang, dass durch diese Bakterien, deren einzige nachweisbare Quelle beim Ausbruch von Krankheiten Schweinefleisch ist, also artfremde Ernährung, dass Autoimmunerkrankungen die Folge sind? Also dass Immunreaktionen gegen den eigenen Körper gerichtet sind. Könnte es sein, dass es deshalb zu Immunreaktionen gegen den eigenen Körper kommt, weil es nicht mehr der eigene Körper ist, also substanziell gesprochen? Dass da was drin ist im Körper, was da nicht reingehört? Ist es eventuell denkbar, dass es eine ganz natürliche Folge ist, dass wenn wir artfremde Nahrung zu uns nehmen, die Natur das zu bereinigen versucht und ausgelöste Folgen dieser Ernährung im eigenen Körper dann eben auch bekämpft? Könnte das ein klarer Hinweis darauf sein, dass wir nur Nahrung zu uns nehmen sollten, für die unser Körper designt worden ist? Ich will mal versuchen in diesem Video nicht die Antwort zu geben und es offen zu lassen. Ich möchte lediglich die Fakten nennen und anregen darüber nachzudenken. Yersinia-Bakterien kann man in drei humanmedizinisch bedeutsame Arten unterteilen. Da gibt es einmal die Yersinia enterocolitica,
Dann gibt es, also bei dieser, da kommt es häufig zu fieberhaften Darmentzündungen, die auch ja, zu Ekzemen an den Handinnenflächen und an den Fußsohlen führen kann. Dann gibt es die Yersinia Pseudotuberculosis, die sich beim Menschen als Lymphadenitis mesenterialis zeigt, was nichts anderes ist als ja, dass die Lymphknoten anschwellen. Aber viele der Mediziner lieben ja eine Sprache, die der Mensch auf der Straße überhaupt nicht versteht, um sich weiter zu erheben und zum Beispiel ahnungslosen Menschen Cortison zu verschreiben. Oh, und dann gibt es die dritte und wieder sehr gefährliche Art der Yersinia, und das ist eben die Yersinia pestis. Wie der Name schon sagt, ist das eben der Erreger der Pest. Bei der Infektion mit Yersinia pestis werden Toxine vom Bakterium gebildet, die sich im Körper ausbreiten und durch eine Blutvergiftung dann ja, zu diesen typischen blau-schwarzen Beulen führt. Wenn diese dann in der Lunge streuen, endet diese Krankheit fast immer, tödlich. Aber ehrlich gesagt müssen wir uns da eigentlich auch gar keine Sorgen machen. Und ich bin auch der Letzte, der über die Angst die Menschen zum Umdenken bewegen möchte, sondern ich möchte die Zusammenhänge, erwähnen, aufzeigen und auch nur deshalb erwähnen, dass man ganz klar erkennt, über eine Erkenntnis, über eine Bewusstheit, warum tierische Nahrung artfremd ist. Und dass bei genauem Überlegen sich die Krankheitsbilder als logische Folge und ganz natürliche und gute Reaktion des Körpers herausstellen. Dass da nichts Schlimmes dran ist an manchen Entzündungserscheinungen, wie zum Beispiel Yersinia. Ne? Dass es normal ist. Es sind oft keine Autoimmunerkrankungen, sondern der Versuch des Körpers, permanente artfremde Verhaltensweisen wieder zu regulieren, wie die Ernährung. Es gibt meiner unbedeutenden, weil unqualifizierten, denn ich bin kein Arzt, sondern Diplom-Betriebswirt, Meinung, viel weniger Krankheiten als man denkt. Das Problem ist, wir bekommen vom Lateinonkel in Weiß eine fachmännische Diagnose, dass wir eine Krankheit haben. Und ja, dazu von seinem ökonomischen Bruder im Geiste, den Pharmazieangehörigen, eben dann die passende Tablette. Anstatt mal zu fragen, warum handelt mein Körper so, wie er handelt? Also warum diese Anpassungsreaktion, die als Krankheit definiert wird? Dass wir diese Reaktion auch wahrnehmen in unserem Denken und darüber nachdenken können, das ist einer der Gründe, warum unsere Spezies auch immer noch da ist, wo sie ist, an der Spitze der Nahrungskette. Das ist ein Privileg, dass wir darüber nachdenken können. Also nutzen wir das doch. Machen wir uns mal Gedanken, schalten die Bewusstheit ein. Und die Ernährung, das ist auch lange kein Geheimnis mehr, ist der Hauptfaktor für fast alle Krankheiten, unter anderem alle sehr viele der Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebserkrankungen, hier auch der Hinweis zu dem Video von den Ursachen von Krebs oben mit den Infokarten und so weiter. Ernährung. Also meidet Schweinefleisch und ihr meidet Yersinia Bakterien. Ganz einfacher Zusammenhang. Das sind die Fakten des heutigen Videos. Was ihr generell für eure Gesamternährung daraus ableitet, insbesondere der tierischen Ernährung, das bleibt euch überlassen. Nutzt diese Information wie ihr wollt. Die Quelle findet ihr unten in der Infobox und dort könnt ihr wirklich wochenlang tiefergehend dieses Wissen auch noch erweitern. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich wie immer über einen Daumen nach oben und einen netten Kommentar von euch. Alles Liebe, Euer Christian. Tschüss.